kurz starten mit der Einheit, für die, die das nicht kennen. Also wie ist das ganz kurz entstanden? Wir haben bei Bewerbungsgesprächen die Angst verspürt der Bewerber, dass sie gefragt werden, ob sie geimpft oder ungeimpft sind, was gar nicht unser Ansinnen war, aber das haben wir gespürt. Dann haben wir gesagt, okay, komm, so geht's nicht. Dann haben wir eine Inserate-Kampagne vorbereitet, wo wir groß draufgeschrieben haben, dass es für uns, dass wir beide, geimpft oder ungeimpft, gleichermaßen herzlich willkommen heißen. Und das haben wir schon gedacht, das wäre knapp werden. Jetzt haben wir dann bis zum letzten Moment gewartet, bis wir das schalten können, also dass man nicht uns noch rausnehmen kann. Das hat ganz gut funktioniert. Die Reaktionen waren extrem, also bis zu Morddrohungen. Jetzt muss man es ja mal auf der Zunge zu gehen lassen, also weil wir gesagt haben, dass wir beide gleichermaßen herzlich willkommen heißen, aber auch sehr positive. Dann haben sich sehr viele Unternehmer gemeldet bei mir und haben gesagt, du, können wir noch mal was machen, ich möchte mich eigentlich da auch dazu äußern. Dann haben wir vorbereitet ein wieder ganzseitiges Inserat, und zwar einfach nur gegen die Diskriminierung. Und dann haben wir schon gemerkt, der Widerstand wird größer. Es wird schwieriger, also die Zeitung ist leider schon voll für die Samstagausgabe, ja, ganze Seite ist klar, da kann man nicht einfach eine ganze Seite dazu nehmen, kostet fast nichts. Der Preis hat sich auch verdreifacht, ist auch interessant. Und wir haben dann das, unter gewissem Druck haben wir dann das doch noch, also, dass sie uns da das genehmigt haben, Anführungszeichen, und dann haben wir aber erst in letzter Minute abgegeben, dass sie keine Chance mehr hätten, das zu ändern. Also wir haben gewartet wirklich bis zur letzten Minute, wir haben auch die Logos noch zusammengesammelt. Das Entscheidende war aber danach wieder die Reaktion, die war so heftig bei manchen Unternehmern, dass er sich verabschieden musste. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr dahinter stehen, ich kriege solche Schwierigkeiten mit der Politik, mit Unternehmern, mit Kunden, mit Lieferanten, die sich da negativ äußern, weil ich mich gegen die Diskriminierung eingesetzt habe. Also es war wirklich schockierend auch für mich. Und dann haben wir begonnen, also komm, da müssen wir was tun, und dann haben wir gesagt, okay, für Vorarlberg sollte man so eine Plattform machen, wenn wir mal 300 Unternehmer dahinter hätten, haben sich noch ein paar gemeldet, das wäre cool, und dann haben wir das gestartet und das ist dann weitergegangen, dann haben wir dann, Österreich hat uns angefragt, die Tiroler haben uns angefragt, da haben wir gesagt, ja, komm, da könnte man eigentlich österreichweit auch was machen. Und dann haben wir jetzt schlussendlich, haben wir jetzt circa 9000 Unternehmer in ganz Österreich, und das ohne jegliche Presseerwähnung. Es ist auch ganz wichtig, dass so mancher, der alleine sich seine Gedanken macht, sieht, da gibt es aber auch noch viel mehr, die eigentlich meiner Meinung nach einen klaren Kopf haben. Also das vielleicht ganz kurz eine, da können wir später noch drauf kommen. Erst einmal einen herzlichen Dank. Ich tue mir natürlich leicht, ich bin kein Journalist, aber wenn ich die Journalisten sehe oder die, welche werden wollen oder schon sind, da muss ich mir schon sagen, also das wird eine spannende Aufgabe. Also ich habe es versucht, einmal für mich so zu formulieren, wenn ich mich zutraue, dass ich hungern für meinen Job, wenn ich mir nicht zutraue, dass gekündigt werde bei meinem Job, vielleicht sogar umgebracht werde, dann müsste ich eigentlich aufstehen und gehen. Weil wenn ich das nicht mache, ich führe das fort, was er gesagt hat, wenn ich nicht die Konsequenz habe, das zu tun, dann habe ich von meiner Meinung nach als Journalist keine Berechtigung, weil von denen, die nachfolgen, gibt es ja genug. Also da haben wir genug. Wir brauchen ja solche, wie er jetzt einer ist, der Klartext redet, der eine zweite Meinung, eine andere Meinung auf den Tisch bringt. Also das wäre mir sehr wichtig. Ich bin verheiratet, habe zwei Söhne und eine Tochter, also zwei starke Frauen. Ich wäre also sehr froh an einer unabhängigen Presse, weil der Druck zu Hause, da wird ja schon da alles geredet. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die mir wirklich dauernd beschäftigen, und zwar zur Presse allgemein. Was ist denn die Aufgabe der Presse, stelle ich mir, und speziell natürlich des Öffentlich-Rechtlichen? Und wann ist Information wirklich in der Bevölkerung angekommen? Also wann ist etwas kommuniziert? Darf ich in der Demokratie meine Meinung selber bilden? Darf es in einer Demokratie Zensur geben? Egal welcher, darf es in einer Demokratie irgendeine Zensur geben? Ich meine, darf es nicht. Und ist es nicht die Frage der Journalisten oder die Aufgabe der Presse, die vierte Macht im Staat zu sein? Und da muss ich sagen, also das nicht in Ansätzen im Moment erfüllt für mich. Wann ist etwas, und da stelle ich mir immer die Frage, wann ist etwas wirklich kommuniziert? Also in der Firma haben wir so,
bei ganz wichtigen Informationen, und das hat unseren Vorteil, wir sind auch im Spitalsbereich, wir sind im KI, wir sind international, also da haben wir ganz, ganz gute Connection. Und für uns ist es ein Thema, wenn etwas kommuniziert ist, dann kann mein Gegenüber mit seinen Worten den gleichen Inhalt wiedergeben. Und das sagen wir auch, das ist notwendig. Also wenn du dir den Inhalt nicht wiedergeben kannst, dann ist es nicht kommuniziert. So, und jetzt stelle ich mich die Frage in der Presse. Wenn die Presse was kommuniziert, ist es überhaupt angekommen? Wenn wir so eine kleine Gruppe sind, die Informationen weitergibt, dann kommt es nur einem kleinen Bruchteil an. Und hat dann dieser Bruchteil das überhaupt verstanden? Also, wir haben festgestellt, eine Wiederholung ist notwendig. Und es muss hirngerecht kommuniziert werden, sonst kommt es nicht an. Es ist nicht kommuniziert. Und ich glaube, das wäre eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung oder Gedanken, die sich Journalisten setzen müssen, kann ich diese Kriterien machen. Und wenn ich mir anschaue, was ist eine unabhängige Presse? Und wenn ich dann nichts höre von den Riesentumulten in Holland, von den Bauern, dann habe ich das Empfinden, die haben keine unabhängige Presse. Wenn ich nichts höre über die missbrauchten Fotos der Särge der Afrikaner, die in Bergamo verwendet wurden, wenn es nicht ankommt, dann ist es nicht kommuniziert. Es existiert nicht. Es ist erst dann wirklich da, wenn es der andere wiedergeben kann. Und die meisten wissen es nicht einmal. Also, wenn keine Berichte kommen von Lehrerinnen und Lehrern, die sich vor lauter Verzweiflung durch diesen Druck umgebracht haben, aber im Gegenzug eine Ärztin hochgepusht wird und die ganz viel die Verzweiflung von diesem Wahnsinnsdruck der Impfung sich das Leben genommen, nichts höre, nicht kommuniziert ist, dann ist das für mich keine freie Presse. Wenn wir keine Presse haben, die den NGOs, den Politiker, den Lobbyisten auf die Finger klopfen, dann haben wir keine freie Presse, dann nützt mir auch eine KI nichts. Das empfinde ich wirklich als ganz Entscheidendes für eine Demokratie. Wenn die Presse das nicht annimmt, dass sie die Verantwortung hat für diese vierte Macht, Sprachrohr des Souveräns mit allen Facetten, dann erfüllt die Presse ihren Auftrag des Souveräns nicht und hat für mich keine Berechtigung. Wenn eine öffentliche, speziell ist der öffentlich-rechtliche, wenn der von uns finanziert wird, also ich bezahle den. Zu drei Viertel. Also mir würde der drei Viertel also ganz sicher reichen, um zu informiert zu werden. Und wenn dann kein Diskurs zustande kommt, von Professoren, die weltweite Anerkennung haben, ein Bhakti, ein Schubert, ein Sörensen, ein Hadic, ein Ioannidis, die kommen nicht vor, dann interessiert mich dieses Medium nicht mehr, weil ich möchte mich informieren, neutral informieren, und ich möchte mir meine Meinung selber bilden können, weil ich bilde mir ein, ich kann die Zusammenhänge dann erfassen, wenn sie mir präsentiert wurden. Und das ist die Erwartung, die ich eigentlich an die Presse oder an junge Journalisten habe, also diese vierte Macht im Staat. Wenn ich bezüglich Ukraine-Russland mir versucht, verklickert zu werden, dass die Russen sich selber ihr Atomkraftwerk beschießen, dann muss ich einfach sagen, glauben die wirklich, dass das Volk so dumm ist, dass er diese Zusammenhänge nicht erkennt? Da frage ich mich, was ist die Aufgabe? Wenn die Presse uns vermitteln will, dass die Russen ihre gefangenen genommenen Ukrainer von außen beschießen, wo sie sie selber bewahren, dann muss ich einfach sagen, das ist eine intellektuelle Sauerei, mir sowas unterzustellen, dass ich das glauben könnte, in Frage zu stellen. Das ist intellektuell einfach nicht in Ordnung. Oder wenn man sagt, die Russen oder die Ukraine, die sind schuld, dass der Weizen nicht rauskommt und wir alle wissen, dass die ganzen Häfen verbeamt sind. Und wenn man verbeamt sind und jetzt schaut, wo fahren diese Schiffe hin? Diese Schiffe fahren nicht mit Weizen nach Afrika, die fahren mit Mais nach England, in die Türkei, aber ganz sicher nicht, um den Afrikanern jetzt endlich diese Weizen zu liefern. Und wenn das ist für mich eine Art, das ist beschämend, dass ich dafür noch Geld bezahlen muss. Oder wenn ich nichts höre über die Übersterblichkeit nach der Impfung.
Es kann ja zweimal, aber ich würde beide gern hören. Oder wenn ich nichts höre, über den Geburtenrückgang trotz Lockdown. Also im Normalfall haben wir bei Blackout 9 Monate später viel, viel mehr. Durch die Zuwanderung haben wir eigentlich viel, viel mehr. Und jetzt haben wir Rückgang. Das wäre doch ein interessantes Thema. Oder was wir jetzt hören, dass die Kirche ihre liquiden Mittel weltweit zusammenzieht in Rom, das wäre doch eine Meldung wert. Weil dann frage ich mich, was ist mit dem Petrodollar los, wenn diejenigen, die wahrscheinlich ein bisschen mehr wissen wie wir, solche Aktionen starten. Das wäre etwas, was mich wirklich interessiert. Was ist eine Presse der Demokratie? Da erwarte ich mir von den Journalisten, dass sie eine offene, eine ergebnisoffene Analyse machen. Und es interessiert mich bei einer Diskussion überhaupt nicht, was der Redakteur für eine Meinung hat. Ich möchte die unterschiedlichen Meinungen hören und dass der schaut, dass beide zu Wort kommen, aber seine Meinung interessiert mich überhaupt nicht. Seine Aufgabe wäre, das dem Zuhörer, Zuseher zu präsentieren. Aber also bei einem öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF, ORF, weiß ich nach 2 Minuten, was der für eine Meinung hat. Und in dem Fall ist es für mich schon immer neutral, nicht mehr informativ. Das kann ich eigentlich abschalten, weil der wird das so beeinflussen oder so zur Sprache bringen, dass es mir eigentlich nicht mehr interessiert. Also, wenn diese Streitkultur nicht zustande kommt, wenn diese tiefgründigen Analysen nicht neutral zur Verfügung gestellt werden, dann ist es für mich eigentlich nicht mehr interessant. Zusätzlich eigentlich zu beobachten, dass wenn jemand dagegen spricht, wird er immer persönlich diffamiert, ja. Nicht fachlich. Und somit hat er sich schon wieder disqualifiziert. Ist schon für mich nicht mehr interessant. Und wie schnell Verschwörungstheorien zur Praxis werden, haben wir ja in den letzten 2 Jahren erlebt. Und da muss ich schon sagen, da gibt es junge Engagierte, die den Mumm, und ich sage jetzt die Eier in der Hosen haben, sich da wirklich hinzustellen und das zu machen. Das ist, wenn ich diese Leidenschaft nicht habe, ja bitte, dann macht doch das, wo ihr Leidenschaft empfindet, aber nicht das, weil es vielleicht jetzt cool ist oder sonst irgendwas. Völlig, also für mich als Konsument, völlig uninteressant. Interessiert mich. Ich hätte gerne eine Presse, die mich aufklärt, informiert, aber nie nicht belehrt oder umerzieht. Das brauche ich nicht. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen ist das einfach eine Voraussetzung, die ich erwarte. Und bei Monopolzeitungen wie die Vorarlberger Nachrichten oder Tiroler Zeitung erwarte ich mir, dass sie durch das Monopol, wo sie sich erarbeitet haben, eine Seriosität in der Berichterstattung haben. Haben sie das? Das ist schwer zu bezweifeln oder zu hinterfragen. Wenn wir jetzt das Thema, würde ich gerade auch noch schnell aufnehmen, das Thema Klima. Reiten wir jetzt die nächste Panik mal? Dieselben Themen, derselbe Schwachsinn wird jetzt wieder getrieben. Es wird eine Angst geschürt, eine Panikmache geschürt. Und wohin das führt, und das kann ich euch als Unternehmer wirklich Sachen schon erzählen, das wird so grausam, das können wir uns alle hier im Saal nicht vorstellen. Nicht in Ansätzen vorstellen, was da auf uns zukommt. Können wir in der Diskussion dann vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, wenn ihr das wollt. Mich würde ein Doku interessieren, wie haben sich plötzlich die Grenzdaten verändert in den letzten Jahren, die Werte im Umweltschutz. Wieso sind die plötzlich alle dramatisch in die Höhe gestiegen? Das würde ich gerne mal präsentiert bekommen. Das wäre die Aufgabe. Mich würde interessieren, wie spielt sich das ab? Wie schätzen die Journalisten, die sauber recherchieren, der Einfluss des Menschen auf das Klima ein? Ist es 1%? Ist es 2%? Ist es mehr? Ist es vielleicht weniger? Das wäre doch interessant. Sie haben es angesprochen mit dem CO2. Ja, warum war zu Dinosaurierzeiten die Tiere so groß? Warum waren die Pflanzen so groß? Weil der CO2-Wert viel höher war. Aber ich würde mir da wirklich wünschen als Zahler, dass ich da Qualität bekomme. Dass das wirklich differenziert angeschaut wird, da brauche ich keine KI. Da war ein Hausverstand. Und der Hausverstand ist nicht mehr da. Warum? Weil wir nicht mehr begreifen, weil wir nicht mehr Jobs haben, wo ich Hand und Kopf verknüpfen muss, weil nur so kann ich begreifen.
So funktionieren wir und das werden wir auch nicht schnell ändern. Also da müssen wir halt schauen, dass Leute auch wieder diese in der Schulung, in der Ausbildung das zustande bringen, dass sie diese Verknüpfung zwischen Hand, Hirn und Hausverstand wieder herbringen, weil anders geht es nicht. Das ist natürlich, auf der Glasscheibe mit dem Finger herumzufahren, ist jetzt nicht unbedingt eine körperliche Erfahrung. Das funktioniert halt. Dann würde mich weiters interessieren, wie die Recherchen sind von diesen 1100 Wissenschaftlern, die sich eine Petition gegen diesen Klimawahnsinn aufgeführt haben. Dann würde mich interessieren, ob die Presse, ob die Medien, und das ist natürlich schade, dass unser ORF nicht da ist, mich würde wirklich interessieren, warum wird dann Patrick Murer, Mitbegründer von Greenpeace, warum kommt er nicht zu Wort? Hört hin, was er sagt. Warum? Und es ist nicht kommuniziert. Und wir müssen immer das wissen, wenn es nicht kommuniziert ist, ist es nicht existent. Und wir brauchen dieses Wissen in der Masse, zumindest in der kritischen Masse. Und die kritische Masse ist zwischen 20-25%. Aber das sind wir noch lange nicht. Wir sind vielleicht bei 10, vielleicht bei 12. Kippen tut das System erst, wenn die kritische Masse erreicht ist. Die ist 20-25%. Danach laufen die anderen 70% sowieso immer dahinterher, egal in welche Richtung. Und ein paar Prozent sind prinzipiell dagegen. Das ist ja legitim. Aber diese kritische Masse haben wir nicht. Dass man nicht über Klima und Umweltschutz, ich glaube, das müssen wir nicht, das ist jedem klar. Und wenn wir in Vorarlberg schauen, was da jetzt schon gemacht wird, da müssen wir nicht reden. Und das Plastik ist ein Rohstoff, da dürfen wir eben nicht Umwelt verschmutzen, sondern diesen Rohstoff wieder nutzen. Das ist reines Erdöl, was wir da verwenden. Das ist ein Zirkelproblem und nicht ein Kunststoffproblem. Ich bin da relativ klar, was die Sache betrifft. Aber Voraussetzung ist eben, dass wir als Konsument und auch als Journalist diese Aufgaben überhaupt erfüllen können, meiner Meinung nach zwei ganz, ganz wesentliche Punkte. Zwei Töpfe müssen wir dafür sorgen, dass diese zwei Töpfe relativ voll sind. Und wir müssen uns klar sein, dass diese Töpfe bei keinem voll sind. Das ist einmal der Topf Eigenliebe und der Topf Selbstvertrauen. Wenn diese zwei Töpfe zu klein sind, dann kann ich nicht alleine stehen. Dann muss ich mit dem Mainstream mit. Dann muss ich mit dem Narrativ mit. Ich muss mit der Masse mit, weil ich Angst habe, ich könnte umfallen. Und das muss ich mir bewusst werden. Und ich muss mir bewusst werden, dass es jedem so geht, nicht nur mir. Jeder hat, meine Frau und ich, wir suchen seit 25 Jahren den Menschen, der genug Selbstvertrauen und Eigenliebe hat. Wir haben ihn nicht gefunden. Bei einem Mönch in Sri Lanka waren wir knapp dabei, haben gesagt, oh, der ist verdammt hoch, aber sonst in den höchsten Ebenen, eine Katastrophe in den höchsten Ebenen, aber hochintelligent, das zu verbergen und zu vertuschen, der ist schon wesentlich besser, als mir vielleicht der Einfall, das ist sicher. Und diese Angst und diese Panikmache, die jetzt läuft, die fördert genau, dass diese Töpfe immer noch geringer werden. Und wenn die Töpfe klein sind, kann ich machen, was ich will, wenn ich eine Lösung anbiete. Und genau auf das, meiner Meinung nach, läuft es hin. Die Angst vor Corona, das haben wir aber jetzt gesehen mit der letzten Folie. Und ich bin wirklich davon überzeugt, das ist ein reiner Fake. Das ist eine Pandemie, sonst gar nichts. Und das kommt jetzt immer mehr raus. Und das sich einzugestehen, dass ich dem nicht widerstanden habe, macht meine Töpfe leer. Und dann muss ich es vermeiden, dass ich mir das eingestehe, weil sonst werden meine Töpfe noch leer. Aber das ist eine Erkenntnis, die ich für mich habe, die muss ich umsetzen. Weil sonst kann ich diese Freiheit des Gedankens, der Freiheit der offenen Analyse, kann ich nicht machen. Und jetzt haben wir die Angst Corona, jetzt haben wir die Angst Krieg, jetzt haben wir die Angst Energie und die Angst Klima. Also wir haben ein ganzes Potpourri von Möglichkeiten, um jetzt diese Töpfe zu leeren. Vielleicht jetzt zum Schluss meine eigene. Wenn ich mich gehört hätte, jetzt zu reden, vor 2,5 Jahren, was hat der Bursche geraucht? In den letzten 2 Jahren hat sich, wie bei Ihnen vermutlich auch, das dramatisch geändert, wie ich konsumiere, wie ich Informationen konsumiere. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die mich wieder gewinnen. Also ich bin wirklich ziemlich sicher, öffentlich-rechtlicher, der kann mich nicht mehr, der kriegt mich nicht mehr. Das ist vorbei. Das haben sie wirklich verspielt.
plötzlich muss ich jeden Morgen den Roger hören, weil das ist einfach eine Ohrenweide, auch wenn es im Schweizer Dialekt ist. Dann haben wir eine Eva Herrmann, die Tagessprecherin war mal, das ist auch sehr interessant. Dann haben wir den Thomas Röpper, finde ich auch hervorragend. Dann haben wir den Stein, ehemals ARD, dann haben wir Dichi, dann haben wir den Corona-Ausschuss. Also ich habe noch nie so intensiv und so viel Nachrichten und Wissen mir angehäuft wie jetzt. Und ich komme gar nicht rundum. Also wie werde ich mir dann einen öffentlich-rechtlichen nochmal anhören? Ich habe die Zeit nicht für diese Verschwendung. Das geht sich nicht aus. Und plötzlich, was ich für mich auch entdeckt habe, plötzlich ist die Geschichte wieder so spannend. Mich hat Geschichte nie interessiert, die blöden Zahlen da in der Schule, das ist ja langweilig. Und plötzlich, Karin, ich habe Mühe, wo nehme ich mir die Zeit nachher? Was war denn genau im Ersten Weltkrieg? Was war denn genau im Zweiten Weltkrieg? Was war denn genau im 30. Was waren da für Hintergründe? Wer hat denn das finanziert? Wie wurde das finanziert? Und plötzlich hast du Verknüpfungen, die ins Jetzt hineinreichen und das ist spannend ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wie man mit 24 Stunden auskommen kann. Und wenn ich die Leidenschaft nicht habe für irgendetwas und wenn ich Journalist werden will, dann lass es einfach, dann schau, wo deine Fähigkeiten sind. Und das ist wirklich meine ganz persönliche Meinung. Es gibt niemanden auf der Welt, der da ist und nicht eine ganz besondere Fähigkeit hat. Genau. Die zu finden, genau. Die zu entwickeln, das ist die Lebensaufgabe. Und in der Berufswahl ist das natürlich ganz entscheidend. So, ganz kurz und schnell. Ja. Für diesen Input sind nur Fragen direkt jetzt an den Christian Wirth. Ja? Ich bin Anna-Maria Bauchnas und ich möchte einfach danke dir, Christian Säger, für dein Engagement. Es fühlt sich gerade mit. Aber dein Engagement und dein Mut, angefangen bei der ersten Demo, wo ich die gehört habe, jetzt bis Corona-Ausschuss und immer wieder. Das stärkt auch mein Gefühl, mein Vertrauen und ich bin jetzt in Pension seit 2 Jahren und ich habe gelernt, meine Buben sagen, Mama, Verschwörungsvogel und so weiter. Und ich habe es ja nicht geschafft, das so umzubringen, aber ich selber habe das Gefühl, ich habe ein Wissen bezüglich Geschichte und so weiter an Erwerben mir können, an Erweiterung des Bekanntenkreises. Und ich stand in der Welt, wie es glaube ich noch nie gestanden wird. Und da möchte ich einfach dir auch Danke sagen. Eben in einem der vielen, die du zitiert hast, ob Roland Dichi oder wie auch immer. Danke. Machen weiter so. Diskussionen, weil ich bin immer sehr zurückhaltend in meinen Aussagen. Es hat auch Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben. Es hat auch sehr viele Geovokosen, das habt ihr ungefähr die Waage. Also von dem her haben wir keinen Schaden. Ich habe mir lange überlegt, ich hätte es natürlich viel leichter, ihr könnt einfach nichts sagen, lande Impf oder nicht, gab mir nichts an, ich tue das, was jeder muss tun, bla bla bla, wir kümmern uns nicht drum. Und dann habe ich mir lange überlegt, wer wenn du so nicht tust, wer tut es denn? Oder? Also die Frage, sind wir von der Firma her, bis jetzt ist es gegangen, die Angriffe werden natürlich nicht weniger. Wir sind von der Firma, von der Struktur her schon so aufgestellt, dass wir relativ unabhängig sind. Wir sind weltweit unterwegs, Branchen, Technologieunternehmen und so weiter. Also wir haben eine kleine Situation, wo wir vielleicht am Montag ein weiter Auftrag haben, als wir ein Hersteller da, wo seine Klientel in Vorarlberg hat und dann zuletzt die ganzen Medien gegen sich hat. Oder? Das ist schon eine Verantwortung, das empfinde ich auch als Verantwortung. Und es ist schon wirklich wichtig, dass wir es gegenseitig hören. Nicht, dass wir glauben, wir sind da nur nicht und sind nicht ganz sauber im Kopf. Ich glaube, es stellt sich immer mehr raus, was Wirklichkeit ist. Und da müssen wir einen Beitrag leisten, weil sonst kommt es nicht zustande. Es wird aus psychologischen Gründen und aus taktischen Gründen wahrscheinlich ganz viele Leute, die es nicht wollen, dass das aufkommt. Und was spannend wird für uns jetzt aufzupassen auf die Wände jetzt. Ja, ich war eh immer ein bisschen, nein, Freund. Das ist unsere Aufgabe. Das müssen wir, das müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert. Weil diese Wendehälse richten es denn ein. Wenn es jetzt ist, meiner Meinung nach ist das Corona-Thema nicht mehr aufzuhalten, oder? Die Wirklichkeit, was dahinter steckt, die Pandemie wird jetzt so für den Normalsterblichen müsste es langsam kneißen, dass es eine Pandemie ist und keine Pandemie. Auch wir jetzt wieder die letzten Daten.
Aber das wird schon auf die Seite gestellt und das nächste Programm läuft. Oder? Und das müssen wir so bewusst werden. Und da muss man immer wieder drauf. Ich möchte zum Wendehälse eine Ergänzung machen. Der Gaul hat die Schundschriften aussortiert und Anfang Corona hat er der Gaul für die Berliner, die den Ulrich Gabriel vielleicht nicht kennen, einen Vorarlberger Künstler, Journalisten, genannt Gaul. Ich versuche es Hochdeutsch, auch wenn ich es nicht gut kann. Er hat Anfang Corona ein Schundheft herausgegeben zu den drei Ausgaben der Gemeindeblätter der Stadt Dornbirn nach dem 8.5.1945. Und da war unter anderem die neue Regierung unter französischen Besatzung drinnen und die ganzen Stadträte sind geblieben, außer dem Bürgermeister. Das zum Thema Wendehälse. Die vorher unter der nationalsozialistischen Regierung die Stadt Dornbirn regiert haben, alle sind geblieben bis der Bürgermeister. Und der Bürgermeister wurde der Letzte auf der Liste der Stadträte. Also ich glaube, wir dürfen das nicht so fest, also es wird dramatisch. Ich meine, achtsam sein. Ja, achtsam sein. Und ich glaube, es ist eine einmalige Chance in der Geschichte. Okay. Ich glaube, es hat noch nie in der Geschichte. Also es ist schön, dass wir jetzt mittendrin sind. Also von mir und meiner mittlerweile, hey, das ist cool, ob Reinkarnation oder nicht, dass ich genau jetzt da bin. Weil sowas Spannendes wie die nächsten Jahre passiert oder schon passiert ist, wird es in die Geschichte nur mal so oft geben. Die Chance, dass jetzt Sachen auftauchen, öffentlich werden, nicht mehr unterdrückt werden können, ist in der Geschichte noch nie so wie jetzt. Jetzt kommt es natürlich auf Wasser mit den Kanälen machen. Also über Google müssen wir mir nicht reden. Der vom Telefon abhören bis manipulieren. Also bei mir hängt jetzt das auch bald lustig bei dem Produkt, wo wir entwickelt haben, weil wir schlau genug sind, nach welchen Algorithmen diese verfälschende Propaganda funktioniert. Aber das wird eine anstrengende Situation. Trotzdem, dass die Möglichkeiten enorm sind jetzt mit der Kommunikation in alle Richtungen, ist die Frage, ob die Wahrheit wirklich auf den Tisch kommt. Aber die Chance war, ich glaube, die letzten 300 Jahre noch nie so groß wie jetzt. Ja. Ja. Also ich möchte auch ganz kurz sagen, also herzlichen Dank für deinen Mut, für deine Leidenschaft, die du jetzt wieder gezeigt hast, also aufzustehen und deine Überzeugung wirklich überzeugend darzustellen. Nicht nur auf der Bühne, sondern hier auch. Und was jetzt aus der Welt und so weiter anbelangt, da denke ich eben auch an den ersten Vortragenden, der über KI gesprochen hat. Es geht also wirklich um die Digitalisierung, die sehe ich jetzt fast so wie der Zauberlehrling, den er nicht mehr los wird. Heute haben wir wirklich diese Chance, und da möchte ich anschließen an deinen Appell, die Chance eigentlich über die Social Media, über die Digitalisierung mehr Informationen zu verbreiten und immer mehr Leute, Junge auch, informieren sich nicht mehr beim Mainstream-Medium und deswegen ist es wirklich jetzt die Chance, und zwar, ich glaube, dieser Herbst ist jetzt noch wichtig für uns Österreich auch wegen der Wahl, der Bundespräsidentenwahl, und ich glaube auch, wir sollten optimistisch in die Zukunft sehen, und wenn ich solche Unternehmer sehe wie dich, dann noch. Also ganz kurz, also Diese KI ist eine Riesenchance. Wir verwenden sie teilweise sehr schön, oder? Programmieren. Ja, genau. So, die Digitalisierung ist eine Riesenchance. Die Automatisierung ist eine Riesenchance. Es ist wie beim Dynamit, wie kein Mensch in die Luft sprengen kann, aber ein Tunnel sprengen, oder sie schneller zu den Trollen hinkommt. Es sind immer zwei Seiten, aber das ist unsere Aufgabe, dass wir das nutzen. Ich habe immer gesagt, ich habe einfach das Gefühl, also vor zweieinhalb Jahren habe ich das gesagt, ich habe das Gefühl, in 15 Jahren haben wir paradiesische Zustände. Rein von der wirtschaftlichen Situation. Stellen wir vor, wir würden es mit, jetzt lassen wir die Amerikaner weg, wir würden es mit den Russen, mit den Deutschen, mit den Franzosen zusammen, was fehlt den Russen? Effizienz, Produktions-Know-how, was fehlt uns? Rohstoffe, wir würden es zusammen tun. Paradiesische Zustände, auf 60 Jahre Russen, nur Wachstum vor uns, nur, oder?
Und ich habe gesagt, okay, wir sind so gut in der Automatisierung, in der Digitalisierung, dass wir uns wirklich auf unsere Fähigkeit konzentrieren können. Wir müssen nur mal lochen, dass wir was zum Ersten haben und dass wir schlafen können. Wir könnten auf das konzentrieren, was ist meine größte Fähigkeit und wie bringe ich die in die Gesellschaft ein. Also fantastisch. Und dann haben wir auch darüber diskutiert und gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir evolutionsmäßig schon so weit sind. Und wenn wir jetzt sehen, was passiert, dann sehen wir, wir sind evolutionsmäßig noch nicht so weit. Vielleicht braucht es nochmal einen gehörigen Bums, wenn man sagt, was wäre denn eigentlich wichtig und nützen die Technologien von KI, Automatisierung, Digital für den Menschen und nicht gegen ihn. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Dankeschön, bitte, dann darf ich dich, oder diese Frage nehmen oder allgemein? Wenn wir tun, noch einen allgemeinen auch noch kurz. Ach so, ja, ja, nur zu dem Punkt, was gerade reingetauscht. Ist die Energiekrise, die auf uns zukommt, gerade für dich als Unternehmer? Ist das eine, also es ist Bums? Der Todesstoß. Ja, stell dir vor. Ist das so ein Bums, von dem du redest, oder ist das? Ja, ja, das ist mit ein Auslöser. Das ist mit ein Auslöser, oder? Also, Putin, klar, wenn ich Putin-Freund bin jetzt, wenn ich das sage, aber 50 Jahre lang haben wir den billigen Energie mit zu danken, dass wir dieses Wachstum kehren, dass wir diese, oder? So, jetzt, das ist jetzt unser Feind. Unser Freund ist jetzt derjenige, der das gleiche Gas zum Faktor 5 ist wieder verkauft. Also da muss ich sagen, wo ist da der Hausbestand? Und Dreck produziert. Ja, ja, das sowieso, ja. Also die ein paar Schiffe, wo es Flüssiggas bringen, die haben ungefähr gleich viel Ausput, als wir alle Autos, die wir haben. Ja, ja. Wo jetzt zusätzlich dazu kommt zum Flüssiggas transportiert, dann muss ich sagen, wo ist der Hausverstand? Wo ist die Kommunikation? Und wenn das nicht ankommt, dann existiert es nicht. Das sind ganz lange nicht begriffen. Es existiert nicht, wenn es beim Kunde nicht ankommt, dass er das sich selber mit seinen Worten wiederholen kann. Dann existiert es nicht. Das ist ein größtes Problem. So. Ja, ich sage mal, danke Christian, wer bitte nichts setzen. Okay. Danke schön. Ja, das heißt, wir machen jetzt noch ganz schluss, also wir, das ist eine Zeit gebraucht, aber dann jetzt ganz schluss ein paar wichtige Bemerkungen. Ich finde es auch noch wichtig, dass wir nochmal ein bisschen die Kurve direkt zum Journalismus kratzen, weil jetzt ja auch viele ins Corona-Thema abgedriftet sind. Gibt es von eurer Seite. War Absicht, ja. Gibt es von eurer Seite noch Inputs? Es kann durchaus sein, Rückmeldungen zum Kongress an sich, Sachen, die nicht angesprochen wurden, oder kann auch Bemerkungen, die man loswerden möchte, kann auch noch zum letzten Vortrag von Christian Beer sein. Also einfach noch, wer es, wem geht ein bisschen was auf der Zunge da, bitte gerne noch letzte Meldungen. Ja. Also mein Name ist Bettina Busch, mich bewegt, also was habe ich jetzt noch vermisst in diesem Kongress? Immer wieder vielleicht diese kritische Masse. Oder die Kluft, ich nenne das manchmal auch Lernensbubble, also Leute, die sich konfrontieren mit einem offenen Diskurs, und Leute, die, ich sagte, Angst haben, irgendwie ihr Weltbild zu verlieren und zumachen. Und ich frage mich immer, wie erreichen wir diese Menschen? Also was ist der Schlüssel, auch im Journalismus, um die irgendwie abzuholen, dass nicht die Läden dicht machen, sondern aufmachen können und irgendwie diese Angst verlieren, dass die Welt vielleicht ein bisschen anders funktioniert, wie man es gerne hätte. Gerne. Christian, ich mag deinen Zorn. Das ist gar kein Zorn. Doch, ich bin normal. Also ich bewundere, wie du ihn kanalisiert hast, und mich hat eine Frau gefragt im Anschluss, aber wie schlägt man diese Brücken, wie macht man dieses neue Narrativ, und ich glaube, dass das, was du gemacht hast oder auch mit dieser Einheit und so weiter, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, oder? Du machst es einfach, du hast den Mut, du sagst, ja, das braucht es, nicht was alle machen, ich mach's, und du kriegst so viele Ohrfeigen, dass es nicht mehr aufhört, du nennst grausam und du machst einfach weiter. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Antwort, die wir ans Journalisten auch geben dürfen und sollen. Ich glaube, das nehmen wir jetzt einfach als Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr, sehr, sehr bei euch allen fürs Kommen zu diesem Kongress. Also der Kongress ist jetzt
hiermit beendet. Er wird aber hoffentlich weiter wirken. Es haben sich, ich habe das schon gemerkt, einige auch Kontakte geknüpft. Es werden sich noch ein paar weitere Kontakte jetzt knüpfen. Also der Kongress wird hoffentlich weiter wirken. Ich denke, wenn ich Richtung Vorstand schaue, es wird vielleicht nächstes Jahr wieder einen Kongress geben, ziemlich hoffentlich. da können wir dann wieder über alles reden. Soll weiterwirken und das freut mich sehr. Und wir werden dann im Laufe noch der nächsten Woche auf der Seite, die da überall auf dem Programm und überall oben ist oder die ihr in den E-Mails habt, IJK-Bregenz.at als Internationalen Journalistenkongress, kommen dann eben die einzelnen Videos noch drauf. Verschiedene Dinge, Bilder kann man jetzt schon anschauen, also von gestern Abend. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass der Kongress weiter wirken wird und wünsche euch noch einen schönen Aufenthalt im Regen zu dem Heimweg, wie auch immer. Dankeschön.